Es gibt einen Satz, der auf den sozialen Medien von mir absolut viral gegangen ist, und der lautet wie folgt: Wer schlechte Führungskräfte beschäftigt, muss sich nicht wundern, dass gute Mitarbeiter kündigen. Dieser Satz hat eine ganze Welle ausgelöst. Und wann löst ein Satz eine Welle aus? Wenn er in irgendeiner Form resoniert. Du kennst den Satz, der Fisch stinkt vom Kopf, aber was du vielleicht noch nicht kennst oder wo du dir noch keine Gedanken gemacht hast, ist: Hey, kann es sein, dass uns gute Mitarbeiter verlassen, weil vielleicht ein Teamleiter oder ein Abteilungsleiter seinen Job nicht gut macht, weil vielleicht der Fit nicht da ist, weil vielleicht die Kultur nicht passt? Manchmal holt man sich eine Führungskraft rein und hat so viel Hoffnung reingesetzt und projiziert und denkt, das wird schon, wenn wir uns die Zahlen, Daten, Fakten angucken. Und spätestens, wenn du merkst, dass gute Mitarbeiter dein Unternehmen verlassen, solltest du dir die Frage stellen: Habe ich vielleicht die falsche Führungskraft befördert oder eingestellt? Hi, mein Name ist Laura Klimetzki. Als studierte Psychologin und als Führungskräftecoach ist es mein Job, dir als Chef, als Unternehmer und vielleicht sogar als Ober-Ober-Oberboss, hoffentlich, ja, eine neue Perspektive aufzuzeigen. Eine Studie von McKinsey im Jahr 2022 hat herausgefunden, dass 36% aller Arbeitnehmer kündigt wegen des Chefs. 36%! Ey, das ist mehr als ein Drittel. Das muss man sich mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, über ein Drittel der Mitarbeiter verlässt das Unternehmen, was du hoffentlich erfolgreich aufgebaut hast, weil der Chef nicht passt. Das heißt, wir müssen uns überlegen: Bist du der Chef? Dann passt du vielleicht nicht zu den Mitarbeitern oder umgekehrt. Kann sein. Oder was ist denn jetzt der Grund, warum die tatsächlich gehen? Und vor allem, was kannst du tun, damit deine ganzen Leute nicht das Unternehmen verlassen? Denn in Zeiten von Fachkräftemangel, im Sinne von, es gibt einfach nicht mehr so gutes Personal, das hier überall auf der Straße herumläuft und jederzeit bei dir anfangen möchte zu arbeiten, müssen wir uns überlegen, was ist eine der Stellschrauben, an denen wir drehen können. Und die Chefpositionen in deinem Unternehmen sind eine davon. Wenn du jetzt also gerade in der Situation bist, wo du dir denkst, so, aber es kann ja auch noch einen anderen Grund geben, Laura, warum die Mitarbeiter gehen. Natürlich kann es den geben. Punkt Nummer eins, die Frage, die ich dir jetzt stelle, ist für die Offboarding-Gespräche. Ein Offboarding-Gespräch ist ähnlich wie ein Onboarding-Gespräch. Beim Onboarding kommt der Mitarbeiter rein ins Unternehmen und wird geonboardet, also man zeigt ihm, wie alles funktioniert und wie es geht und holt ihn rein ins Unternehmen. Beim Offboarding-Gespräch geht es vor allem darum herauszufinden, warum geht derjenige? Was ist da passiert? Was war der Grund? Und tatsächlich sich dieses Feedback nochmal zu holen, kann Gold wert sein für dich. Habt ihr noch keine Offboarding-Gespräche, keine Struktur dahinter und noch keinen Leitfaden, solltest du auf jeden Fall daran arbeiten, denn unsere Kunden haben diesen und wissen deswegen ganz genau, warum geht ein Mitarbeiter, und geht der Mitarbeiter zum Beispiel wegen des direkten Vorgesetzten oder gibt es einen anderen Grund, den man tatsächlich sich anschauen müsste und daran arbeiten kann. Darum geht's. Wenn du diese Daten, Zahlen und Fakten nicht hast, kannst du auch nicht wissen, woran du arbeiten musst. Als zweites solltest du dir auf jeden Fall die Performance angucken und die Krankheitstage gleichzeitig. Was heißt das? Hast du auf einmal ein Team, bei dem die Krankheitstage signifikant nach oben gehen und die Performance gleichzeitig nach unten geht, dann solltest du auf jeden Fall ein Gespräch mit dem direkten Vorgesetzten in diesem Team führen. Zum Beispiel kann das der Teamleiter sein, bei dem gerade irgendetwas nicht passt. Wie kriegst du das heraus? Du kriegst ja nur heraus, wie die Krankheitstage sind, wenn du das in irgendeiner Form messbar machst. Das heißt, du brauchst eine Management-Summary von all deinen Angestellten, wann ist wer wie oft krank, weil du nur so ein Muster erkennen kannst. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, die Dinge zu messen. Was du nicht messen kannst, kannst du nicht verbessern. So einfach ist das. Du brauchst die Krankheitstage, du schaust dir die Performance an. Geht die Performance nach unten und die Krankheitstage hoch, ist es sehr wahrscheinlich, dass irgendetwas in diesem Team nicht passt. Und dann ist es sogar deine Pflicht, sich mal diesen Teamleiter zu schnappen und zu gucken, woran liegt's. Der dritte Punkt ist, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Es gibt Momente, da kommen Mitarbeiter auf den Abteilungsleiter zu und oder auf den tatsächlichen Boss, Boss, Boss. Und wenn dann die Mitarbeiter sagen: Hey, wir haben ein Problem mit unserem direkten Vorgesetzten, dann sollte für dich klar sein, dann hast du schon ein, zwei, drei Red Flags verpasst, die dir hätten ein Warnsignal sein sollen, bevor es soweit eskaliert. Nur wenn es schon dazu kommt, dass Leute zu dir direkt kommen, also eine Stufe überspringen, solltest du dir Gedanken machen. Denn entweder das ist jemand, der nicht verstanden hat, wie das Subsidiaritätsprinzip funktioniert. Kurz auf Deutsch die Erklärung dazu: Wenn man sich streitet unter Geschwistern, sollten vielleicht erstmal die Geschwister versuchen, das zu klären. Und erst dann sollte man jemand anderen dazu holen. Das gleiche Prinzip gilt übrigens auch in der Company. Das heißt, es kann sein, und hier musst du aufpassen, dass nur weil ein Mitarbeiter zu dir kommt und sich beschwert über den direkten Vorgesetzten, dass es hier mehrere Ursachen gibt. Also
nicht zu schnell auf irgendeine Conclusion springen, okay? Langsam angehen. Schau dir trotzdem an, warum kommt derjenige zu dir. Es kann nämlich ein Warnsignal dafür sein, dass du andere Warnsignale davor einfach nicht mitbekommen hast, weil du zum Beispiel genau das, was ich jetzt hier erklärt habe, nicht sauber implementiert hast in deinem Unternehmen. Allein die Zahl von der Studie von McKinsey, 36%, sollte dich schon wachgerüttelt haben. Den Einfluss, den eine Führungskraft auf die Performance, das Wohlbefinden, einfach auch auf die Rahmenbedingungen in dem eigenen Team hat, ist enorm. Dir sollte also klar sein, dass wenn die Führungskraft nicht gut ist, dass langfristig gute Mitarbeiter gehen werden. Punkt. Schau dir also ganz genau an, was ist bei mir der Grund? Habe ich die Sachen schon implementiert, von denen Laura spricht? Brauche ich vielleicht nochmal Hilfe oder Unterstützung? Oder brauche ich vielleicht auch jemanden, der extern einfach mal drauf guckt und sagt, hey, darauf müsstest du achten, da sehe ich eine Red Flag, das läuft schon in Ordnung, das läuft gut. Weil seien wir ehrlich, der Grund, warum Führungskräfte zu uns kommen, warum auch Geschäftsführer zu mir kommen, ist, weil sie sagen, ich brauche mal Feedback von außen. Ich brauche mal jemanden, der kein Steak im Ofen hat, der keine eigenen Interessen hat in diesem Unternehmen. Ich brauche ehrliches Feedback, ich brauche ein ehrliches Spiegelbild. Und wenn du genau das haben möchtest, dann weißt du, wo du mich findest.